Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest. Ja, hallöchen, liebe Leute. Der literarische Salon hat mal wieder die Schwenktüren geöffnet. Hier in Berlin ist Christian Raabe am Start und ich habe ja gerade eben schon mit ihr gesprochen, aber jetzt darfst du auch mal offiziell wieder was sagen. Liebe Karin, bist du da? Ich bin da, hallo in die Runde, ihr Lieben. Ich sitze hier mit heißen Ohren und blutigen Fingern an meinem Rechner und bin sowas von bereit für diese Folge. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie. Ja, Karin hat schon mal so ein ganz klein bisschen angeteasert und auch in dem, sagen wir mal, Titel dieser Folge ist ja schon mal klar. Wir sind im November. Das ist der National Novel Writing Month, der irgendwann mal dazu gekürt wurde von irgendwem, gemeiner oder schönerweise, aber auch abgekürzt der NaNoWriMo. Wir werden uns unter anderem heute darüber unterhalten. Karin, sag doch einfach mal was dazu. Ja, also ich hätte eine Menge zu sagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ein paar Fakten hinzuzufügen. Also sehr cool. Den NaNoWriMo gibt es seit 1999, also schon ein ganzes Weilchen. Und ins Leben gerufen wurde er von dem amerikanischen Autor Chris Beatty. Seitdem. Also damals hat er zum ersten Mal die Challenge an seine Co-AutorInnen hinausgeblasen in die Welt. Wir schreiben im November 50.000 Wörter, also jeder, nicht zusammen, sondern jeder für sich. 50.000 Wörter für die Nicht-Eingeweihten, das entspricht ungefähr 200 Taschenbuchseiten. Ja, passt ungefähr, da hast du recht. Siehst du, und jetzt ist auch klar, warum ich das nicht sagen konnte, denn ich habe keine Ahnung davon. Mir ist zwar der Begriff bekannt und ich habe mich auch schon ein oder zweimal zumindest so halb in diesem ganzen Hype darum in den sozialen Medien ergeben, aber ich habe da wirklich noch nie ernsthaft mitgemacht. Es klingt so, als ob du da voll im Team Nano wärst irgendwie. Dementsprechend erzähl mir gerne mehr darüber. Naja gut, was heißt voll im Team Nano? Ich habe einfach schon ein paar Mal daran teilgenommen und ich erinnere mich dunkel an meine erste Teilnahme und ich glaube, also da war, ich weiß eben, also wie gesagt, dunkel, ja, so clever bin ich nicht mehr und keine Aufzeichnungen drüber. Ich glaube, es war, ja, lach du nur, 2014 oder 15, da habe ich es zum ersten Mal versucht, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, weil in meinem Nano Member-Account, da steht zwar drinnen, dass ich seit 2015 Mitglied bin, ich habe aber irgendwie vor 3 Jahren alle alten Projekte gelöscht, warum auch immer, ja. Also ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich kann nicht mehr nachvollziehen, was ich da früher wohl getrieben habe, wenn ich überhaupt was getrieben habe. Also ich weiß, dass ich es da schon immer mal versucht habe. Ich bin auch mehrfach gescheitert. Habe aber auch schon einige Male erfolgreich dran teilgenommen. Also jetzt super. So im dritten Jahr in Folge bin ich also voll auf Kurs. Sehr cool. Also ich muss wirklich sagen, ich denke an diesem Projekt, an dieser Challenge, da scheiden sich auch mal wirklich wiederum die Geister. Es gibt die einen, die lieben es und die anderen, die können damit wahrscheinlich gar nichts anfangen oder hassen es, wie auch immer man es nennen will. Ich glaube, ich gehöre zumindest noch eher zu der letzteren Gruppe, weil ich empfinde diese Sache nicht als irgendwie, wir sind da zusammen, irgendwie alle fröhlich am Schreiben, sondern, oh Scheiße, du bist so unproduktiv und du siehst, wie toll die anderen das alle gerade hinkriegen, das zieht dich jetzt noch mehr runter, also zahlt das noch mehr auf diese selbsterfüllende Prophezeiung ein, das wird sowieso nix. Und
irgendwie bin ich aus dieser ganzen Thematik noch nie so richtig rausgekommen. Ich habe zwar schon ein paar Mal für mich selber irgendwie Listen geführt, wo ich dann für jeden Tag so eingetragen habe, ja, hast du geschafft. Und ich muss mal sagen, dass das mich wirklich unter einen latenten Stress gesetzt hat, den mag ich nicht. Ja, das war also für mich kein guter Stress. Ja, Deadlines sind Deadlines. Auch die setze ich mir durchaus. Aber ich halte es da auch ganz gerne mal mit Terry Pratchett, der ja immer so schön gesagt hat, ich liebe das Geräusch von Deadlines, wenn sie vorbeirauschen. mir geht's auch immer wieder mal so, dass ich mir sage, ey, und jetzt aber mal einen Gang zurückschalten, du hast es halt jetzt einfach nicht geschafft, dann setz dir jetzt die Deadline weiter nach vorne. Da ich ja noch nicht mit irgendwelchen externen Deadlines zu tun habe, meistens zumindest, mal abgesehen von meinen Kurzgeschichtenprojekten für den fantastischen Montag, ist es so, dass ich damit, sagen wir mal, für mich noch gesund umgehen kann. Ich muss mal sehen, wie es vielleicht dann irgendwie wird, wenn sich das Leben mal wieder ändert. Man weiß es ja nie. Deswegen dieses Never Say Never ist einfach mal so. Ich würde es nie in Bausch und Bogen verdammen, aber ich habe momentan nicht das Gefühl, dass es mir was bringt. Aber du lässt dich momentan von der Welle wahrscheinlich ganz gut tragen. Wenn du sagst, ja, blutige Finger aber, und Also ich muss auch sagen, also ich bin da, was das Schreiben und was das Thema Deadlines anbelangt, bin ich ja total anders gestrickt als du. Also vielleicht liegt das an meinem journalistischen Vorleben, wo ich einfach drauf gedrillt wurde, wirklich auf einen ganz konkreten Termin und eine Uhrzeit, also Redaktionsschluss hinzuschreiben, mit ganz klaren Vorgaben. Bis dann und dann musst du einen Artikel mit so und so viel Anschlägen abgegeben haben. Und da ist es, also da war es einfach total egal, wie kreativ man gerade war, wie in welcher Knutschlaune die Muße war. Das war völlig irrelevant, weil es gab diesen Termin und da musste geliefert werden. Punkt. Ende der Diskussion. Also Befindlichkeitsstörungen waren inakzeptabel. Ja, es ging einfach nicht. Man musste liefern. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das damals verinnerlicht hatte. Und als es dann drin war in mir, seitdem kriege ich es auch nicht mehr raus. Deswegen muss ich mir wirklich für jedes Projekt, und das ist völlig egal, ob es jetzt ein Verlagsprojekt mit einer externen Deadline oder ein Self-Publishing-Projekt mit einer von mir selbst gesetzten Deadline ist, ich setze mir diese Termine und da halte ich mich sklavisch dran. Ich habe wirklich in meiner ganzen Schreiberlaufbahn eine einzige Deadline nicht eingehalten. Das war in diesem Sommer. Okay. Da habe ich sie gleich mal um einen ganzen Monat gerissen, was mich echt in Schwierigkeiten gebracht hat. Also und vor allen Dingen meine Lektorin, die bei der ich ja auch schon natürlich rechtzeitig einen Lektoratstermin gebucht hatte, den ich dann halt auch nicht halten konnte. Ja. Und also das war wirklich richtig doof. Aber gut, in dem Sommer, da ging das einfach nicht. Da war ja gerade der Toni gestorben, unser Hund. Und das war, also da war ich einfach wirklich völlig von der Rolle. Das ging dann einfach ein Weilchen nicht. Aber ansonsten ist das für mich ein super Mittel. Also ich brauche so einen Termin und natürlich macht mir das Druck und natürlich ist es auch nicht immer angenehmer Stress, sondern einfach Stress. Und ich habe auch gelegentlich schlaflose Nächte deswegen. Okay. Aber ich bin mit so einem Termin super produktiv. Und ganz ehrlich, NaNoWriMo hin oder her, im Grunde ist mir das total wurscht. Also ich nehme den mit, wenn es mir gerade so in meinen Kram passt, weil halt die Termine oder die Projekte gerade günstig liegen. Wenn ein Projekt so liegt, dass ich im November eigentlich nichts schreiben müsste oder sowas, dann mache ich den auch nicht mit. Aber Also eben, es ist jetzt natürlich auch so die Frage, ob man sich dann nur, weil jetzt November ist, irgendein
irgendeine Sache vornimmt, ein Projekt, was vielleicht eigentlich noch gar nicht dran wäre, um da dann fleißig irgendwie in die Tasten zu klopfen, um das dann vielleicht hinterher ein halbes Jahr liegen zu lassen oder womöglich irgendwie einfach nur in Anführungsstrichen, noch das Ende zu einem schon seit längerer Zeit vorhandenen Projekt einfach mal zu machen. Passt ja alles in irgendeiner Form. Da ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da sind ja keine so engen Grenzen gesetzt. Also es sollen halt nur x Worte sein, die in diesem Monat halt einfach geschrieben werden. Und die werden dann ja letztendlich auf dieser Website dann auch irgendwie jeweils immer hochgeladen. Also die Anzahl der Worte, um dann zu sehen, ob irgendwie diese Challenge erfüllt ist. So habe ich das zumindest mir zusammengereiht. Ja, also die offiziellen Regeln lauten schon, dass man eigentlich mit einem komplett neuen und frischen Projekt anfangen soll. Das habe ich allerdings auch noch, habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Also ich habe bisher auch immer gecheatet, weil ich, also ganz ehrlich, weil meine Romane auch immer länger sind als 50.000 Wörter. Ja. Das mit 50.000 Wörtern habe ich ungefähr die Halbzeit, was ja auch okay ist, aber wie gesagt, also das war mir dann immer egal, aber die offizielle Regel lautet schon, man fängt ein neues Projekt an. Und früher musste man tatsächlich auch den geschriebenen Text dann hochladen. Das hat aber für viele Leute, also ich fand das dann auch eher uncool, weil ich mir dachte, ja, nee, das will ich ja jetzt eigentlich nicht. Also obwohl, da ist ja auch nichts passiert, da ist es halt irgendwie nur, also da ging es einfach nur darum, dass es dann nachgezählt wird. Ja. Heutzutage kann man einfach seinen aktuellen Wordcount angeben. Und das wird dann da einfach eingetragen und dann hat man dann seine Statistik, weil im Grunde es geht ja um nichts, ja. Also jetzt mal, es ist nur so ein rein ideeller Wettbewerb. Richtig. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, dass man da jetzt irgendwie sein Manuskript da irgendwie auf diese in diese Datenbank reinlädt. Eben. Also da wäre ich auch sowas von dagegen. Ich meine, klar, ja. es gibt Plattformen, wo man Manuskripte hochladen kann, mehr oder weniger professionell orientierte. Ich habe gerade eben nebenbei noch mal eine Sache hochgeladen, aber da können wir uns ja vielleicht später noch mal drüber unterhalten. Also das ist tatsächlich einfach nur so auf eine Seite jetzt den Text hochzuladen, wäre mir echt zu heiß, weil ich will das Ding ja hinterher veröffentlichen und nicht, dass irgendjemand anders womöglich entweder, weil er da im Team ist und irgendwie andere Ideen hat, so sagen wir mal, das will ich keinem unterstellen, aber man weiß ja nie, beziehungsweise weil es irgendein Datenleck gibt oder sonst wie was in der Richtung und plötzlich ist dieses Manuskript in der Welt irgendein findiger Mensch sagt einfach mal, auch scheiß drauf, veröffentliche unter meinem Namen, ist es scheißegal, aber damit ist der Titel und der Text erstmal meiner und du bist dann, stehst dann ja, durch. Ja, gut, das ist natürlich jetzt hier Paranoia 2.0, ja. Also da, das ist ja, okay, also kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, diese Ängste, also die sind durchaus auch schon mal vor ein paar Jahren durch mein Bewusstsein durchgehuscht, aber gleich auch wieder raus, weil ich mir dachte, also ganz ehrlich, wer soll sich da jetzt für meinen Kram interessieren? Aber nichtsdestotrotz ist es auch egal, weil es ist ja inzwischen ganz anders. Also du musst hier nichts mehr von dir hochladen, sondern einfach nur die Anzahl deiner geschriebenen Wörter pro Tag eingeben. Also und was heißt müssen? Du musst natürlich gar nichts, aber du kannst. Ja. Und ja. Ja, weißt du, also ich muss sagen, dass ich mich tatsächlich lieber in meinem Schreibprogramm mit diesem Wordcount beschäftige und mir da dann im Zweifelsfall auch hier diese Schreibsessions irgendwie einrichte, um dann eben zu sehen, bin ich noch irgendwie im grünen Bereich oder müsste da noch was gehen und so. Das finde ich total, das bringt mich weiter. Und vielleicht ist daher dieser Schritt tatsächlich auch mal das zu machen, dann nur noch ein
relativ kleiner. Der sogenannte Quantensprung, was viele Leute ja eher als einen Riesenhüpfer ansehen. In Wirklichkeit ist ja der Quantensprung eine kleinstmögliche Bewegung, habe ich mir mal irgendwann sagen lassen, weil ich ja eher nicht so belesen bin, was solche Sachen angeht. Aber fand ich interessant irgendwie, dass viele Leute das ja eben genau andersrum sehen, als es wohl wirklich der Wortbedeutung entspricht. Egal. Ja, also vielleicht... Haben wir wieder was gelernt. Ich hoffe. Ich und der Rest der Hörerschaft. Ich hatte keine Ahnung. Für mich war ein Quantensprung auch immer ein großer Schritt für kleine Autoren. Ja, also das ist tatsächlich eben wie ein Quantum irgendwas. Ich glaube, ist das... es ist hat irgendwas mit Physik zu tun, natürlich. Und okay, damit wollen wir es dann bescheiden, weil ich glaube, Physik war meine erste 5, die ich jemals geschrieben habe. Dementsprechend, da bin ich auch raus. Oh, jetzt klingelt's hier. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob hier jemand da ist. Dementsprechend werde ich mal ganz kurz hier einen Edit-Marker setzen und mal kurz unterwegs sein. Warte mal. Okay, mach das mal. Ich könnte ja jetzt was erzählen, aber das schneidet der Christian dann wahrscheinlich sowieso wieder raus. Oh, es klingelt nochmal im Hause Christian Raab. Wer das wohl ist? St. Martin vielleicht? Es ist übrigens der 11. November, den wir aufnehmen. Vielleicht wird er jetzt von einem tollwütigen Laternenumzugsmenschen gleich entführt und ich muss diese Sendung dann als Soloformat weitermachen. Egal, also Christian hat natürlich keine Ahnung von dem NaNoWriMo, wirklich. Also das ist, was er jetzt wieder erzählt, ist wirklich so ein Anfängergesäusel, aber das bleibt jetzt wirklich ganz unter uns. Habe ich nicht offiziell gesagt. Ja, also er muss da einfach mal über seinen Schatten springen und sich ranwagen, denn in Wirklichkeit ist es super, super motivierend und man kann da wirklich eine ganze Menge erreichen. Vielleicht werde ich ihm das auch nochmal erzählen, wenn er jetzt gleich wieder auftaucht, wobei ich höre gar nichts mehr. Ja, ich höre doch was, aber es hört sich nicht so an, als wäre er gleich wieder da. Wo ist der hin? Was passiert? Naja, anyway, also ich werde dann nachher noch erzählen, welche tollen Projekte ich schon in den diversen NaNoWriMos geschrieben habe. Und jetzt höre ich Schritte und ich glaube, er kommt gleich wieder. Ha, da ist er wieder. Da ist er wieder. Du hast offensichtlich weitergesprochen, dementsprechend müssen wir mal wieder nicht schneiden, ja? Nö, wir müssen nicht schneiden, aber ich meine, ich hör's dir nicht an, was ich erzählt habe. Ich habe so ein bisschen Christian-Bashing gemacht. Ich habe die Zeit genutzt, um ein bisschen fiese Kommentare abzugeben. Nein, natürlich nicht. Ja, sehr schön. Also liebevoll fies, wie immer halt. Ja? Dann ist ja gut. jetzt hat mich dieses... Wer war das denn? Das war Simones Sohn, der noch so ein paar Sachen, die er letztens mitgenommen hatte, wieder zurückgebracht hat. Und der wusste natürlich nicht, dass wir jetzt Aufnahme haben. Sowas, aber auch, ich habe ja wild spekuliert, ich habe damit gerechnet, dass es vielleicht ein wild gewordener Martinsumzügler ist, der dich jetzt entführen ist wird. Ist ja heute. Und ja, ist heute, habe ich, genau. Nein, in der Tat ist dem nicht der Fall. Es war auch nicht DHL, der eine längst überfällige CD geliefert hat, denn die wurde schon geliefert. Ein Glück. Ein Glück. Ja. Wir reden jetzt nicht drüber, über welche CDs. Wir reden jetzt nicht darüber, weil das wäre zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt jetzt möglicherweise kontraproduktiv, ja. Ich habe sie schon übrigens, aber gut, egal. Ja, wir reden nicht sehr drüber. Sehr schön. Ja, also die einen oder anderen, die uns hier regelmäßig verfolgt haben irgendwie und vor allen Dingen Karins diversen Posts, die werden wahrscheinlich inzwischen wissen, worum es sich handelt und die anderen, die müssen halt warten bis zum nächsten Mal. Genau. Übrigens ein kleiner Zwischenschrei jetzt mal, bevor wir hier gleich wieder über Quantensprünge und NaNoWriMo Orgien reden. Feedback zur James Bond Folge. Aha. Also erstaunlicherweise haben unsere wirklich ernst gemeinte und harte Spoilerwarnung hat Wirkung gezeigt. Es haben also
deutlich weniger Leute diese Folge angehört. Offensichtlich gibt es noch sehr, sehr viele HörerInnen von uns, die sich den Film noch angucken wollen oder sich einfach nicht für James Bond interessieren, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Aber es gibt ein bisschen Feedback einerseits von Vera Nentwich. Mhm. Die hat kryptisch in den sozialen Medien angedeutet, dass sie sehr viel dazu beitragen könnte zu dieser Diskussion. Offensichtlich haben wir da einen kleinen Nerv getroffen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie uns zustimmen wollte tendenziell oder entgegengesetzt zu Papier bringen wollte. Was rede ich zu Papier natürlich nicht, also verlautbaren lassen wollte. Also Vera, wenn du dich da noch ein bisschen konkreter äußern möchtest, feel free. Gerne auch mit einer Sprachnachricht. Wir werden die gerne dann einspielen. Und das andere Feedback, das ist von meiner besseren Hälfte. Also Jan war, der hat's ja, dem habe ich ja so ein bisschen bösartig, habe ich ihn ja so Mickey Mouse-mäßig und Roger Moore-mäßig gedisst. Er hat es mir, glaube ich, nicht übel genommen, aber er ist ja auch Kummer gewöhnt, weil er ja schon echt lange mit mir verheiratet ist. Jedenfalls, aber ich soll dir ein großes Lob ausrichten, dass du diesen Zusammenhang mit die zwei gleichgebracht hast. Ja? Also, okay. Das hat ihn sehr beeindruckt und ich musste mir dann wieder einen längeren Vortrag zum Thema die zwei jetzt auch noch anhören, nachdem ich mir schon einen längeren Vortrag von dir über die zwei habe anhören müssen. Ja, also ich, das ist wirklich. Naja, egal. Ist schön, dass ihr euch einig seid. Das hat mich gefreut. Also nochmal die zwei, James Bond, Roger Moore und so weiter. Also liebe Leute, falls ihr die Folge doch hören wollt, bis ich glaube Minute 22 ist es sowieso komplett spoilerfrei. Also den Anfang könnt ihr euch anhören und den Rest habt ihr jetzt inzwischen auch schon alle mitgekriegt. Also, ja, was dann also mit ihm ich passiert. Denke auch. Wobei ein Kollege von mir, den hatte ich nämlich auch mal, weil wir ausnahmsweise mal zu dritt im Büro gesessen haben. Und da haben wir uns dann eben, irgendwann kam so, habt ihr eigentlich schon den James Bond gesehen? Und da wurde dann so allgemein so ein bisschen drüber gequatscht. Und also mein einer Kollege, der meinte, nee, hat er noch nicht gesehen, aber er ist ja nun so der absolute Bond-Fan. Und ich meinte dann so zu ihm, also an dem Ding werden sich definitiv die Geister scheiden. Entweder du wirst ihn hassen oder du wirst ihn lieben. Und ich bin mal gespannt, also so wie ich ihn grob einschätze mit dem, was er mir quasi so über seine Affinität zu den Romanen und so gesagt hat, wird er wahrscheinlich auf der Hassseite sein. Mhm. Aber so ist es. Ja, eben. Die haben sich da was überlegt, was ich nur folgerichtig finde. Und ja, schauen wir mal, was da draus jetzt letztendlich wird. Wir müssen ja nicht nochmal die Folge von letztem Mal aufrollen. Nein, auf keinen Fall, aber da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also das war jetzt ein kleiner Einschub zu dem Thema, weil sonst hätte ich das hinten raus wahrscheinlich einfach wieder vergessen. Wo waren wir? Beim Quantensprung waren wir, bevor der ja, also Martin Thema, der Wilde dich rausgeklingelt hat. Thema, ob ich jetzt quasi dann wirklich irgendwann auf die Idee komme, weil es nur noch dieser kleine Sprung oder dieser kleine Schritt ist, jetzt mich wirklich beim Nano mal anzumelden und da ordentlich mitzumischen. Ich weiß ja nicht, also ich habe es bei vielen anderen, von denen ich so in den sozialen Medien irgendwas sehe, dann auch immer so im Gefühl, dass dann quasi sich darüber auch mehr oder weniger auf der Seite und nebendran relativ rege auch noch darüber ausgetauscht wird. Und ich glaube, auch das würde mich dann wahrscheinlich eher, na, ich weiß nicht, also ob ich meine, dass es mich stresst oder so oder ablenkt. Ja, wie machst du das? Hast du da irgendwelche Gruppen am Start oder so, die mit denen du dann vielleicht nebenbei noch irgendwie schreibst und oder wir schreiben zusammen und hurra und so? Nö. Also zumindest keine offiziellen Nano-Grüppchen, weil also das gibt's natürlich alles. Also es gibt's also auch organisiert über die Hauptseite vom NaNoWriMo. Da kann man sich dann auch finden. Ich habe da natürlich auch ein paar Schreibbuddies, also eine Liste an Menschen, die da im Moment auch ein Projekt am Start haben. Und das finde ich persönlich total interessant.
zu gucken, wie es bei denen so läuft. Ja? Okay. Also da gibt es dann, also da habe ich jetzt zwei gehabt, die haben am dritten Tag bereits irgendwie 50% gehabt, wo ich mir dachte, hallo, ihr habt's aber auch nicht begriffen, ja? Also ich meine ernsthaft, das ist doch total bescheuert. Und dann gibt's andere, die haben irgendwie gerade mal am 10. Tag ihr erstes Update mit irgendwie 35 Wörtern dann reingeschrieben. Oh. Und ich mir dachte, ist auch mutig, ja? Kann man auch machen. Okay, also das finde ich halt total cool, wenn man dann so sieht. Und weißt du, weil im Grunde geht es eigentlich ja tatsächlich um nichts. Mhm, aber nee, schon klar. Ich persönlich finde das total spannend zu sehen, wie es bei den anderen so läuft. Dann habe ich eine Freundin, die wirklich sklavisch, also die hat gesagt, sie hat mehrere Ziele für diesen Nano, und sie ist, glaube ich, in dem Jahr nimmt sie sich zum dritten Mal den gleichen Roman vor. Sie ist an demselben Romanprojekt jetzt schon im dritten Jahr zugange, und diesmal hat sie sich vorgenommen, also diesmal will sie wirklich jetzt eine final gültige Fassung dann haben, oder zumindest die ersten 50.000 Wörter der final gültigen Fassung. Die bei ihrem Tempo wahrscheinlich in irgendwie 2028 oder sowas dann soweit sein wird. Egal, das ist auch wieder fies gewesen. Aber sie hat gesagt, sie möchte dann auch alle sogenannten Badges gewinnen. Ja? Also man kann sich dann so Writing-Badges, so Auszeichnungen gibt es für alle möglichen Dinge. Also wenn man überhaupt sich angemeldet hat, kriegt man schon gleich den ersten Badge. Wenn man am ersten Tag schon irgendwie einen Word-Count angegeben hat, gibt es auch einen Badge. Und dann gibt es, was weiß ich, für Meilensteine 5.000, 10.000, 25.000, 40.000, wenn man jeden Tag schreibt, ohne Unterbrechung, also auch an den Wochenenden und, also für alles Mögliche kriegst du dann Auszeichnungen. Okay. Und ihr Ziel ist es, in diesem Jahr alle Auszeichnungen abzusahnen. No, und sie schreibt auch täglich, also exakt die vorgegebenen 1.667 Wörter, keines weniger, keines mehr. Das ist auch total cool. Ja? Wenn man das hinkriegt, also das heißt ja im Zweifelsfall, dass man irgendwie mitten im Satz aufhört, vielleicht, ja, oder relativ sicher. Das habe ich ein oder zweimal auch schon mal gemacht, weil ich mir dachte, ja klar, ich weiß ja, wie es weitergeht, und bin am nächsten Tag da wieder an, ja, was wolltest du mit diesem Satzanfang eigentlich nochmal? Ja, und ja, dann habe ich da irgendwas draus gemacht, um dann irgendwie, weiß ich nicht, 2000 Worte später wieder zu merken, ach nee, du wolltest ja eigentlich was ganz anderes schreiben. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt, was ich dann da so weitergeschrieben habe, dachte mir, ah, das passt jetzt so auch, lassen wir es mal, weil das jetzt alles wieder zurückzudrehen war mir dann auch egal, auch zu blöd. Ja, also ich bin da ja auch, also ich nehme mir ja selbst außerhalb von Nano-Zeiten, ich habe ja immer so relativ strikte Schreibpläne, also ich weiß, da ist mein Abgabetermin, und dann rechne ich mir runter, wie viel Wörter ich pro Tag ungefähr schreiben muss, um dieses Ziel dann zu erreichen. Und das schreibe ich mir so in den Kalender rein, und ich habe, was habe ich? Nee, erzähl ruhig erstmal weiter. Nein, ich wollte dich nicht schon wieder unterbrechen. Du wolltest mich nach dem Papyrus fragen, richtig, wahrscheinlich, ob ich auch das... Genau. Das Schreibprogramm. Ja, ja, das habe ich, das ist natürlich auch sehr cool. Da gebe ich mir das natürlich, also da stelle ich mir das ein, okay, wie viele Wörter ich pro Tag schreiben möchte oder muss. Und das finde ich auch extrem motivierend, wenn sich dann so die Farbe dann so langsam ändert und der Balken so mitwandert. Und das haben Sie ja jetzt auch. Genau, ja. Was ich dich dazu nämlich noch fragen wollte, ja, hast du es auch schon mal automatisch berechnen lassen oder machst du es manuell? Ja, ich mach's fast immer manuell, weil automatisch, also ich schreibe im Grunde dann meistens mehr, als mir es automatisch vorgegeben würde, und dann, ja, also das letzte Mal habe ich es automatisch gemacht, das hat mich dann so irritiert, weil dann war ich mal so im Flow und habe mal halt an einem Tag irgendwie 4000 Wörter geschrieben. Ja, okay. Und dann hat es dann ab dem nächsten Tag, hat das Programm dann schon irgendwie immer bei, weiß ich nicht, 1500 Wörtern gejubelt, juhu, du hast dein Tagesziel erreicht. Ja, und klar. Nein, habe ich nicht, weil ich brauche jetzt ein Polster, ich muss mir ein Polster schreiben, das weißt du nicht, du dummes Programm. Ja, gut, das ist natürlich, vielleicht gibt es irgendwo eine
Einstellung, die man noch machen kann, so nach dem Motto, das sollte es sein, aber bis so und so viel drüber moserst du oder machst du da jetzt nichts oder irgendwie sowas also in der Richtung. Also was ich ja total cool finde, lieber Papyrus-Menschen, das ist das, jetzt was ich... Also, zuhören. Ja, also das, davon gehe ich jetzt mal schwer aus. Also liebe Papyrus-Macher, was ich mir vorstelle, wenn ich mir ein manuelles Tagesziel eingebe, sagen wir zum Beispiel, im Moment habe ich 2500 Wörter. Das ist natürlich viel mehr als jetzt das Nano-Tagesziel, aber dazu erzähle ich vielleicht nachher noch ein bisschen was. Also 2500 Wörter, wenn es ein guter Tag ist, so wie heute, an dem ich 3500 Wörter geschrieben habe, dann fände ich es total cool, wenn ihr mir nach 2500 Wörtern erstmal irgendwie, könnt ihr mich gerne bejubeln, dass ich es geschafft habe, mein Tagesziel. Und dann könntet ihr mich fragen, was ich denn jetzt mit den folgenden Wörtern machen möchte, die ich noch so zu schreiben habe und die mir zum Beispiel, also dass ihr dann sozusagen ans Ende des Projekts springt und die ihr mir die schon so von hinten weg dann gut schreibt. Okay. Ja, also dass ich sozusagen mich meinem Zielpunkt von beiden Seiten nähere. Das fände ich so mega motivierend. Okay, also die Kerze, die an beiden Seiten brennt. Ja, genau. Wow. So, du bist ja echt so ein Tier. Ja, weil das motiviert mich nämlich total, wenn ich dann solche Anzeigen sehe. Ich sage, okay, also das wird jetzt immer weniger das Ziel ist nah und überhaupt, also ich weiß nicht, geht dir ja doch wahrscheinlich auch so, also bei meinen Romanprojekten ist, also so der Anfang ist immer der totale Albtraum. Ich beneide ja die Leute, die sagen, der Anfang schreibt sich von alleine. Die haben dann aber meistens so ein Mitte-Tief, wo sie dann irgendwie völlig drin stecken. Also ich habe der Anfang ist für mich immer die totale Hölle, bis ich mich da eingegroovt habe. Ja. Und die Mitte ist eigentlich auch noch blöd, weil halt Mitte. Aber dann, wenn ich dann mal diesen Zenit überschritten habe, dann bin ich wie entfesselt. Da kann ich dann schreiben und es läuft dann wie von alleine. Das ist wirklich total toll. Also so die erste Hälfte ist wirklich richtig knüppelhart bei mir. Und der Rest, der geht dann ganz... Also mir geht's oft bei den Kurzgeschichtenprojekten so. Ja, da ist es ja auch so, eben die Deadline ist vorgegeben. Üblicherweise sollte Montag um 9 der Link gültig sein, was bedeutet, Text fertig, Text auf der eigenen Seite hochgeladen, Link produziert, ein kleines Bildchen dazu produziert und das Ganze eben dann auch schon so gepostet, dass man es direkt genießen kann sozusagen. Mhm. Und mir geht's immer wieder so, dass ich dann am Sonntag davor dann eben da sitze und sage, gut, du musst halt. Jetzt. Manchmal ist es so, dass mich eine Geschichte dann einfach schon relativ früh packt und ich dann auch sage, ach Mensch, Quatsch, dann hast du es fertig und dann ist alles gut. Da wurde mir auch schon manchmal das Streber-Badge angehängt, so nach dem Motto, wie, du bist schon fertig, ja. So ein paar Tage vorher irgendwie schon den Link irgendwie in unserer internen Gruppe gepostet. Aber meistens ist es so, Sonntag abends dann irgendwie, eigentlich willst du schon längst ins Bett gehen, oh nein, ich muss den Link noch machen und dann muss ich das noch formatieren. Ja, also da ist es so, da arbeite ich gerne drauf hin und es klappt normalerweise eben auch. Und da geht es mir auch so, dass ich am Anfang oft eben zwar meine Idee so irgendwie habe, aber denke, ho, kriegst du denn da jetzt, sagen wir mal, ich meine gut, 1000 Worte sind jetzt wirklich nichts Schlimmes. Aber manchmal ist so die Sache, ja, irgendwie geht das jetzt, flutscht hier gerade so, aber das sind so wenig Wörter. Es reißt mir keiner den Kopf ab, wenn es jetzt bloß 800 werden zum Schluss. Wir hatten eben uns grob auf diese 1000 Worte eben halt geeinigt. Aber oft, oder in letzter Zeit meistens ist es so, dass ich dann hinterher auf den Wordcount gucke und denke, hups, ist ja doppelt so viel. Auch nicht ganz das, was eigentlich sein soll. Aber ja, also bei mir ist es eben auch so, wenn ich erstmal so in Schwung bin, dann läuft es meistens bei den Kurzgeschichten flott von der Leber weg. Bei Romanen habe ich meistens auch in der Mitte so ein gewisses
Ja, wo dann irgendwie so kurz nach dem Midpoint ist irgendwie so ein Ding, wo ich mir sage, okay, du hast jetzt noch ein ganzes Stückchen zu gehen. Das soll jetzt aber nicht langweilig werden, weil nach dem Midpoint könntest du ja sonst die Leserschaft verlieren, wenn du Pech hast. Und habe ich manchmal dann so mein Thema, und das habe ich gerade auch bei Zinos Geschichte. Mhm. Und dementsprechend ist dann wieder Prokrastination angesagt. Es half natürlich auch, dass wir momentan so viele andere Projekte, Dinge und Sachen irgendwie hatten, nicht da sein jetzt plötzlich einen Garten zu haben, wo man dann plötzlich auch noch mitten in der Woche nach der Arbeit irgendwelche Dinge und Sachen irgendwo anders wegholen muss, weil man es schon geschenkt kriegt, mehr oder weniger, dann muss man es aber auch dann wegholen und so weiter und so fort. Naja, und das sind dann immer so Sachen, die eben von diesen üblichen Schreibtagen weggehen, und ehrlich gesagt bin ich momentan darüber auch gar nicht böse, weil ich habe das Gefühl, dass die Geschichte noch ein bisschen simmern muss, bevor es dann wieder an den Punkt kommt, wo ich sage, läuft doch wieder. Ja, mal sehen. Ja, klar, also das kenne ich natürlich auch, wobei ich merke, mir hilft es enorm. Also ich war ja früher wirklich eine Meisterprokrastiniererin. Also ich konnte wenig so gut wie prokrastinieren und habe dann wirklich immer so in totalen Panikflashs dann geschrieben. Und das hat auch irgendwie funktioniert, hat aber jetzt nicht so richtig viel Spaß gemacht. Also das fand ich dann immer schon wirklich sehr, sehr anstrengend. Und inzwischen also habe ich festgestellt, dass es mir leichter fällt, mich mal dann so in so kleinteilig zu zwingen, ja. Also dass ich mich wirklich jeden Tag hinsetze und sage, es ist jetzt völlig egal, du schreibst jetzt einfach, schreib du Sau, hau in die Tasten, wirklich so richtig. Ja. Und das ist, und dann schreibe ich irgendwas und denke mir, oh, es ist totale Grütze, und dann denke ich mir, ist auch egal, es wird schon nicht so schlimm sein, und jetzt schreib einfach. Es geht, schreib, schreib, schreib. Und das hilft total. Also mir hilft es wirklich, so über diese Grübeleien hinweg, und weil in der Regel, also, aber es ist wahrscheinlich einfach auch Typsache, aber mir fällt tatsächlich, wenn ich schreibe und wenn ich so in der Geschichte dann drin bin, da fallen mir dann die Sachen ein. Also mir fallen sie schon auch gelegentlich ein, wenn ich spazieren gehe oder sowas. Also da kommen mir manchmal so Geistesblitze, aber so diese eigentlich interessanten Handlungspunkte, die fallen mir wirklich immer erst beim Schreiben ein, und da hilft einfach nur eins: Schreiben. Ich verstehe, was du meinst. Es ist mir auch mal bei dem letzten Projekt, was ja momentan auch immer noch Projekt ist, also oder sagen wir bei dem vorletzten, das aktuelle ist ja auch noch vorhanden, aber bei diesem, da war es tatsächlich so, dass ich jeden Tag da irgendwie was reingehauen habe, und das hat auch, das war im Prinzip, es war normal. Es war Brotjob, aufstehen, irgendwie Puh sagen, mal kurz, weiß ich nicht, irgendwie blöd in den Fernseher gucken oder mal rausgehen, kurz Luft schnappen, dann wieder hoch und dann zweite Schicht. Und das war normal, das hat funktioniert, und so hätte wahrscheinlich dann auch der Nano geklappt. Ja, bestimmt. Christian, naja. Jetzt bist du weg. Ach nee, du bist nicht nein, weg. Nein. Jetzt habe ich gerade schon wieder hier so einen leichten Herzstillstand gehabt. Ich habe dich nicht mehr gehört. Dachte mir, es ist jetzt wieder soweit. Sonnenflecken auf der, auf der Leitung. Alle chic. Ich sehe fröhliche Ausschläge hier überall. Wunderbar. also wie gesagt, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich so reine Kopfsache. Also ich war vor meinem ersten Nano, fand ich das auch vollkommen unvorstellbar, innerhalb eines Monats 50.000 Wörter zu produzieren, und weiß aber, dass ich das wirklich ganz, ganz locker schaffen kann. Also das kann vermutlich jeder, also wahrscheinlich jetzt Menschen, die tatsächlich irgendwie einen 40, 45 Stunden Vollzeitjob noch haben und Familie und so weiter, da sehe ich ein, da wird's dann schwer, aber normalerweise kriegt man das schon irgendwie hin, wenn man dann
wirklich will. Aber es gibt ja eben keinen Zwang dazu und es gibt überhaupt keinen Grund, es tun zu wollen, außer dass man mal was, dass man es halt mal fertig kriegt. Das ist immer so mein Ding. Ich will es dann halt einfach immer erledigt haben. Ja, weil, ja, klar. Weil dann das nächste Projekt irgendwie sowieso schon wieder anklopft und dann muss man das halt so entsprechend timen, dass das irgendwie alles so schön hintereinander weg funktioniert. Wo wir jetzt gerade schon mehrfach das Wort Projekt in den Mund genommen haben, was mich mal interessieren würde, hast du vielleicht jetzt so als kleiner Callback zu unserer Episode von, glaube ich, dem Januar, gute Vorsätze, hast du irgendwelche Sachen, wo du schon mehr oder weniger am Anfang oder so jetzt im Verlauf des Jahres dir vorgenommen hast, das will ich noch tun, das will ich so, die sich tatsächlich jetzt irgendwie verwirklicht haben oder richtig auf dem Weg sind oder sowas? Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten, weil ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann, was ich in dieser Folge gesagt habe. Du hättest eine kleine Vorwarnung, dann hätte ich da nochmal reingehört. Aber also was ich beantworten kann, ist, dass ich tatsächlich jetzt mal rein beruflich gesehen, meine ganzen Schreibprojekte, die habe ich tatsächlich alle durchgezogen, so wie sie geplant waren. Also ich bin jetzt gerade tatsächlich noch in dem letzten, dass ich gar nicht. Ich glaube, von dem wusste ich im Januar noch gar nichts. Von dem könnte Projekt durchaus sein, ja. Du hast ja da einiges plötzlich so aus dem Hut gezaubert, also zumindest das, was ich dann so nebenbei mal mitbekommen habe. Ja, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, dieses aktuelle Projekt, und jetzt, ich erzähle einfach mal, was ich in den letzten 3 Jahren oder vielmehr in den letzten 2 Jahren gemacht habe, angefangen tatsächlich mit dem Nano 2019. Da habe ich nämlich mit dem ersten Schottland-Roman angefangen. Mhm. Da hatte ich gerade ganz frisch die Zusage, dass der Heine Verlag die komplette Reihe haben möchte und durfte ich aber natürlich noch nicht offiziell verlautbaren, weil der Vertrag noch nicht geschlossen war und bla bla bla. Aber es war alles mehr oder weniger in trockenen Tüchern und ich konnte mit Schreiben loslegen. Und das habe ich dann auch gemacht, nämlich im November. Da habe ich tatsächlich mit dem ersten Schotten angefangen. Okay. Und habe da den Nano natürlich auch wunderbar durchgezogen. Hab, glaube ich, sogar ein bisschen überzogen, habe mehr geschrieben, weil klar, also der ist ja auch viel umfangreicher. Und ich bin dann, glaube ich, mit der Geschichte Mitte Dezember dann faktisch fertig gewesen. Das war so mein erster großer Nano-Triumph. Und dieses Buch ist jetzt tatsächlich dieses Jahr im April, ich glaube Mitte April war es, erschienen, also anderthalb Jahre nach dem fraglichen Nano. Das war eben mein NaNoWriMo-Projekt 2019. Mein NaNoWriMo-Projekt 2020 war dann der vierte Schotte. Ja. Habe ich heute nochmal nachgeguckt. Den habe ich auch da angefangen und auch durchgezogen. Ich glaube, den habe ich dann Anfang, oder war der auch dann Ende Dezember dann fertig. Und das jetzige NaNoWriMo-Projekt ist auch wieder ein Heine-Roman, nämlich, aber es ist kein Schottland-Roman diesmal, sondern einer, der auf den Scilly-Inseln spielt. Mhm. Und darf ich es nämlich auch endlich verkünden, weil jetzt ist er auch schon offiziell in der Vorbestellung und mit einem hübschen Cover und allem drum und dran. Und diese Geschichte wird heißen Island Dreams, der Garten am Meer. Mhm. Und da hat mich dann also auch schon tatsächlich sehr motiviert, dass schon die Vorbestellung und sowas alles online ist und dass das Buch tatsächlich schon am 9. Mai 2022 veröffentlicht wird. Das ist schnell, und, oder? Also ich kenne mich in der Verlagswelt so gar nicht aus, aber das klingt schnell. Das klingt in Verlagsdimensionen extrem schnell und das führte jetzt schon dazu, dass also in meinem Vertrag steht Abgabe 31.12. Jetzt meinte meine Lektorin im Sommer schon, meinst du, du kannst schon im Oktober abgeben? Und ich, nein. Also mit ein bisschen Glück fange ich im Oktober an zu schreiben, wenn es irgendwie hinhaut. Oh. Dann hat sie jetzt vor ein paar Tagen wieder geschrieben, ja, und wie sieht's denn aus? Wie läuft's so? Wann kann ich ungefähr und so weiter damit rechnen?
Und dann habe ich gesagt, ja, also ich werde vor der Deadline abgeben, und ich werde, also sie wird, ich werde jetzt bis zum 10. Dezember abgeben. Also das ist jetzt hier, ich mache es jetzt ganz offiziell, ihr seid alle meine Zeugen, bis dahin muss ich diese Geschichte in trockenen Tüchern haben, denn am 11. Dezember bekommen wir einen neuen Mitbewohner. Ah, ja. Ein Projekt. Und ja, und dann habe ich nämlich keine Zeit mehr zu schreiben. Dann bin ich erstmal, mache ich erstmal irgendwie, wie sagt man, Elternzeit, Welpenzeit, sowas. Also da kommt Scotty zu uns und da habe ich dann erstmal keine Zeit mehr für profane Dinge wie Romane schreiben, sondern dann heißt irgendwie mein Tagesablauf, wie kriege ich den Welpen stubenrein und wie verhindere ich, dass er meine Wohnung zugrunde richtet? Ja, das sollte am besten gleich am Anfang stehen, da hast du recht. Genau. Ist der Name eigentlich irgendwie vorgegeben gewesen oder habt ihr den vergeben? Nein, den haben wir, also wir haben ihn vergeben, dann haben wir aber natürlich, dann haben die Züchter gesagt, ja, aber der Name muss ja mit einem E anfangen, weil es ist der E-Wurf. Ja, und dann habe ich gesagt, dann habe ich gesagt, ja, aber er heißt nun mal Scotty, also mit S, ist mir wurscht, wie er ihn offiziell nennt. Und sie, nein, also jetzt überlegt euch doch was. Und dann sind wir, also unser Hund, der jetzt gerade im Moment 4 Wochen alt ist und wirklich ein ganz zauberhaftes, kleines, schnuffiges Hündchen ist, wir haben ihn auch schon 2-mal besucht, hat jetzt den feudalen Namen Earl of Scottsdale von Trebur, ja, genannt Scotty. Ja, genau. Also hallo, ja, da mal, also ein Hund von schottischem und hessischem Adel. Super. Ja, nee, also insofern bin ich also voll auf Spur und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, also es ist, wie gesagt, wenn wir heute aufnehmen, ist es der 11.11. Und ich bin voll auf Nanospur und Kurs und wenn alles gut geht, bin ich tatsächlich Ende des Monats nicht nur mit dem Nano erfolgreich gewesen, sondern auch mit dem Roman fertig. Denn, also ich habe jetzt nicht angefangen damit, ich habe ungefähr die zweite Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich mir für den November vorgenommen und ich bin, glaube ich, bei einem Wordcount von 43.000 oder sowas eingestiegen. Oder 40.000, 40, weiß es nicht, irgendwie sowas. Mhm. Und habe also jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte noch vor mir. Also ich schätze, dass ich auch ein bisschen mehr als 50.000 Wörter brauche, aber ungefähr wird das so hinhauen. Sophie, so wie ich dein Personal kenne, werden die auf der Zielgeraden nochmal 2-3 Mal abbiegen. Ja. Und dann plötzlich bist du bei 100.000 Worten zum Schluss. Sag das nicht, ist mir jetzt irgendwie öfter passiert in der letzten Zeit. Ja, wenn dann noch so Geistesblitze kommen, das ist aber, also im Moment ist noch, bin ich voll, voll so in der richtigen Taktzahl. Aber ich bin ja eben auch erst so Anfang des letzten Drittels. Mhm. Ja, ja. Da kann noch einiges passieren, richtig. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, nee, aber das, also insofern bin ich echt ein NaNoWriMo-Fan, weil ich das jetzt so insgesamt total motivierend finde. Und wie gesagt, es ist jetzt hier nur ein Label und gäbe es den Nano nicht, würde ich es jetzt trotzdem in demselben Tempo schreiben. Ja, klar. Ja. Eben. Weil also, es halt einfach jetzt so ist. Für dich ist es natürlich dadurch wirklich egal, wo dieser Wordcount jetzt stattfindet, denn du hast dir ja eh diese, nicht nur die Deadline extern gesetzt, sondern du dir ja sowieso vorher das auch noch, weil du dein Personal ganz gut kennst, was ja dann manchmal nicht zu Potte kommen will. Ja, gut, wobei das ist ja ein komplett neues Personal, die kenne ich ja eben, das war eben, deswegen war der Anfang so mühsam, ja. Das war ja so schön geschmeidig mit den Schotten. Okay, weil du da ja immer schon wusstest, der und die und genau, und ja. Was ungefähr so passiert, das lief immer so ganz easy peasy und das ist jetzt halt so ein völlig neuer Cast und in einem total anderen Setting und das war jetzt erstmal so ein bisschen mühsam, da wieder reinzukommen. Ah, okay, aber, ich verstehe, was du meinst, das ist mir jetzt, also grundsätzlich bei Sinus Geschichte,
auch so gegangen, dass ich ja eben sowohl, naja gut, momentan ist da nur Agatha irgendwie noch so ein bisschen dabei, aber Sino kenne ich ja mehr oder weniger auch in- und auswendig über die letzten beiden Geschichten, haben sich da ja einige Sachen für mich schon festgesetzt, weil ich ja sowieso das Personal kenne, sagst du ja auch immer, man muss es besser kennen als alles, was in der Geschichte steht, und dementsprechend war das relativ fix. Ich habe jetzt beim Schreiben dann noch so ein paar Sachen über ihn erfahren, die im Nachhinein betrachtet total klar sind oder waren, die mir bloß vorher noch nicht bewusst waren. Insofern bin ich mal gespannt, wie es da jetzt nun noch so weitergeht. Ich sollte mich da langsam mal wieder dran setzen. Ja, da wäre ich auch sehr dafür, weil ich würde jetzt auch gerne mal wieder Lesenachschub da aus deiner Feder bekommen. Also da hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Aber sag mal, weil du mich ja gefragt hast, so indiskret, wie es mit meinen Vorsätzen war, wie sieht's denn mit deinen aus, also falls du dich dran erinnerst? Du, ich, also an Vorsätze an sich erinnere ich mich da auch nicht. Ich glaube sogar, ich habe gesagt, ich habe keine, weil dann kann ich sie nicht enttäuschen oder wie auch immer. Letztendlich haben sich im Verlauf des Jahres bestimmte Dinge ergeben, die man durchaus als Projekt bezeichnen kann. Natürlich war für mich immer klar, dass ich mit Sinus Geschichte anfangen will. Über den Jahreswechsel das war schon im letzten Jahr fertig. Naja, über den Jahreswechsel ist quasi eigentlich diese Geschichte mit der Agentur, die ich ja für das noch geheime Projekt, dessen Name nicht genannt wird, am Suchen bin, noch anhängig und hat jetzt noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen. Insofern schauen wir mal. Ich bin zuversichtlich, dass sich da dann jetzt irgendwie was ergibt. Ansonsten sind es eigentlich eher die Projekte, die weitergelaufen sind, die mir viel Spaß machen, wie jetzt unser Podcast, wie auch die Sache mit den Montagsgeschichten. Da ist allerdings tatsächlich eine andere Art von Projekt noch für mich draus geworden, weil ich mir nämlich für diese Geschichten zum Fantastischen Montag eine zusätzliche Challenge noch, eine eigene, gestellt habe. Es war ja eigentlich nur die Ansage, es soll eine fantastische Kurzgeschichte von so um die 1000 Worten sein. Mhm. Sie soll also alle unsere vier Geschichten, weil wir ja vier Schreibende da sind, sollen oder werden immer von dem gleichen Song inspiriert. Aber ich habe mir zusätzlich die Challenge gestellt, dass in diesem Jahr sämtliche Geschichten in ein und demselben Storyversum spielen. Ja, was ich in der ersten Geschichte vom Januar aufgemacht habe, zu meiner eigenen Freude habe ich da die Fatman erfunden und frage mich dann jetzt quasi in jedem Monat wieder, wie verwurste ich denn den Elliot George da noch irgendwie wieder, der ja einer der Karma-Jäger ist. Das macht mir so viel Spaß, diese zusätzliche, diesen Kitzel da noch zu haben, dass ich unbedingt etwas, was dann da auch noch passend ist, rausbringen muss, dass ich mich selber immer wieder wundere, was das plötzlich so für Blüten treibt irgendwie. Jetzt ist plötzlich noch ein weiterer, vermutlich über kurz oder lang Hauptcharakter werdende Rolle dazugekommen. Und meine drei Kolleginnen vom Fantastischen Montag, die sagen immer schon, wo ist denn jetzt bitte das Romanprojekt dazu? Und je weiter ich komme, desto mehr wird mir klar, dass es wohl eins geben wird, was insofern natürlich ganz cool ist, weil ich dadurch ja schon mal durch die Kurzgeschichten eine Menge Futter für außenrum habe. Mal gucken. Also das werde ich sicherlich jetzt nicht schon anfangen, weil ich jetzt erstmal Sino zu Ende machen möchte. Aber ich glaube, das wird dann wohl das nächste Projekt sein, an das ich mich ranwage. Auch wenn ich dadurch wieder ein anderes Projekt, was auch immer wieder neue
Neues Futter erhält für den Weltenbau. Also gerade vorhin ist mir da wieder was durch den Kopf gegangen, was ich erstmal in meine Kladde geschrieben habe mit Ideen. Und ich merke, wie diese, also das ist diesmal eine komplette Fantasy-Welt, wie die wirklich immer runder wird, diese ganze Geschichte. Nur mir fehlt die eigentliche Geschichte dazu noch. Ja, das ist ja ein bisschen blöd. Ja, das ist total bescheuert. Ich kann da nicht anfangen, weil mir dieses wo kommt's her und wo geht's hin, das ist einfach noch nicht. Aber ich weiß, ich will in dieser Welt was schreiben. Ja, irgendwann wird da garantiert. Hast du da schon Personal? Ja, ich habe da schon Personal und wie gesagt, an der Welt. Das allererste, was mir eingefallen sind, sind einige Sachen aus Flora und Fauna, wie zum Beispiel Glühhörnchen, Flammenhörner, Nachtwespen. Und was haben wir? Ja, also dann gibt es da ja eben tatsächlich in dieser Welt gibt es eine besondere Konstellation von Monden, die letztendlich bestimmte magische Konstellationen begünstigen oder nicht begünstigen. Und weiß ich schon so viel über die Welt, dass ich mir eigentlich so richtig Bock drauf habe. Aber die Geschichte fehlt. Naja, verstehe. Ah ja, gut, aber das ist ja sowas, solche Sachen sind ja auch toll, weil da kann man ja wirklich, das ist ja so ein Langzeitprojekt auch, da kann man so ein bisschen, das kann so im Hintergrund vor sich hin köcheln. Genau. Und Ich glaube, ich werde da tatsächlich, wenn ich es nicht sogar schon gemacht habe und wieder vergessen habe, ich glaube, ich werde da tatsächlich mir mal so 1 bis 5 Denkbretter im Papyrus anlegen, weil dazu, das habe ich ja hier mit dem Geheimprojekt auch gemacht und das hat mir ganz gute Dienste geleistet. Insofern ist das vielleicht eine günstige Variante, wenn ich da mal die Sachen schon so ein bisschen clustere und sammle und so. Vielleicht ergibt sich daraus dann ja auch schon irgendwas anderes. Ja, das finde ich ja immer total faszinierend. Das ist ja eine Arbeitsweise, die mir völlig fremd ist. Ich versuche das immer wieder und also ich scheitere. Also an diesen klaren Strukturen scheitere ich wirklich, also nach allen Regeln der Kunst. Ich kann das einfach nicht und das blockiert mich dann auch total. Also da bin so ich völlig. Wie mich der Nano im Prinzip. Ja, das ist total irre. Ich habe auch immer, ich schaffe es jetzt irgendwie immer mit Mühe, aber weil ich mich auch dazu gezwungen habe, mir das anzutrainieren, mal so ein Exposé zu schreiben und auch ungefähr mal so ein grobes Story-Konzept. Und es ist aber in meinem Fall immer mal relativ dürr, weil ich ja immer nie weiß, was genau passiert in den Geschichten, weil ich eine entdeckende Autorin bin. Und dann fällt mir das im Vorhinein echt schwer, die Sachen aufzuschreiben, die in der Geschichte vorkommen sollen. Da muss ich jetzt gerade auch wieder so an das berühmte, viel zitierte Projekt denken von mir. Da habe ich ja auch, als ich quasi ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich nur eine grobe Ahnung und hatte noch nicht mal die ersten Kapitel geschrieben und habe da quasi einen Plot für ein Exposé oder für ein Ideenpapier verfasst, weil ich das ja bei der ersten Agentur eingereicht habe. Und dann kam ja sofort, hast du da schon mal ein paar Kapitel zu? Und ich dann irgendwie so, dann habe ich mir eben schnell mal darauf basierend eben was eingefallen gelassen, was ich dann ja auch rausgeschickt habe. Und es kam ja gleich positive Rückmeldungen, so jetzt mal bitte dann das Ganze. Und dann habe ich ja das Ganze geschrieben und das dümpelt jetzt irgendwie so vor sich hin. Und nun habe ich ja für meinen weiteren Ansatz mit anderen Agenturen dieses Exposé ja nochmal verfasst und habe dann eben auch geguckt, wie hätten es denn die Agenturen gerne, die möchten so viel und hin und her. Und ich war dann so am Überlegen, wie kriegst du das jetzt komprimiert? Und ich war
völlig überrascht von mir selber, dass ich es, ihr kennt mich ja, normalerweise bin ich ja recht ausschweifend, dass ich es geschafft habe, Personal und Plot und so dieses Gedöns außenrum auf zwei DIN A4 Seiten unterzubringen, oder waren es drei? Aber also, ja, die meisten, die würden ja bis zu 10 akzeptieren. Und da war ich von mir selber so ein bisschen überrascht. Ich war auch sehr beeindruckt. Ich durfte es ja lesen. Du hast es mir geschickt. Ja, stimmt. Dir hatte ich es geschickt, ja. Genau. Genau, ich war das. Ja, du warst das, genau. Ich war diejenige. Nein, also ich fand es wirklich richtig, richtig gut, weil, also ich habe ja, ich kenne ja auch die Geschichte zumindest, also eine Fassung davon oder zwei. Ich weiß, ich habe zwei Fassungen, glaube ich, schon gelesen. Ich weiß nicht, ob du die vollkommene Ich-Version schon gelesen hast, weil das wäre die einzige andere. Dann hast du nur eine gelesen. Dann habe ich, glaube ich, nur eine gelesen. Ja, okay. Also dann habe ich nur die eine gelesen und stimmt, ich habe die eine gelesen und da habe ich dir wertvolle Hinweise gegeben, die du alle wahrscheinlich nicht umgesetzt hast, weil ich keine Ahnung davon hatte. Nein, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich war ja total begeistert von der Geschichte und oder bin es mutmaßlich immer noch auch jetzt von der Version 2.0 und war dann extrem beeindruckt, wie du dieses Exposé und die Personalbeschreibung dann so wirklich eindrucksvoll zusammengedampft hast, weil es hat ja auch nichts gefehlt. Es war alles drin. Das war auch so eine Sache, wo ich mir so gedacht habe, naja, schreib sie erstmal. Und dann war ich irgendwie, okay, jetzt bin ich irgendwie zu Ende, hab's mir nochmal durchgelesen, das ist alles drin. Komisch. Mhm. Ja, scheiße, das war ich von mir vollkommen nicht gewohnt, dass ich das wirklich so hinkriege. Vielleicht ist das jetzt auch gut. Ja, ich hoffe, dass die Agenturen, denen ich es geschickt habe, jetzt tatsächlich das auch als solches sehen und nicht, sagen wir mal, die Einfallslosigkeit, weiß der nicht mehr darüber zu schreiben oder so. Aber nun gut, die einen oder anderen, die haben ja schon gleich gesagt, schicken Sie mal direkt das ganze Manuskript mit. Oder manche haben gesagt, ja, uns reichen erstmal die ersten, weiß ich nicht, 30, 40 Seiten oder so in der Richtung. Aber ja, ich hoffe, dass es jetzt die Aufmerksamkeit erfährt, von der ich auch meine, dass es verdient hat. Punkt. Ja, Punkt, genau. Würde ich sagen, das ist auch ein schöner Schlusspunkt für unsere Show, denn spätestens nächstes Jahr um diese Zeit wird das wahrscheinlich ein publiziertes Werk sein oder es wird irgendwie in den Startlöchern stehen und wir werden darüber reden und sagen, siehste mal, was lange währt, wird endlich. Ja, dein Wort im Gehörgang des Universums, nennen wir es mal. Nennen wir es mal so, genau. Genau. Ich bestelle hiermit eine Veröffentlichung, genau. Ich bestelle sie auch und ich bestelle jetzt nochmal ganz kurz, bevor eine wir wirklich aufhören, eine Verlagsveröffentlichung in einem großen, renommierten Publikumsverlag, genau. Liebes Universum. Ja, hier nicht, dass wir uns falsch verstehen, dass es irgendwie so eine Nebenstraßenklitsche ist. Nee. Nein, was richtig, dann was richtig groß ist. Ja, genau. Die Buch Berlin nächste Woche. Oha. Freunde der Nacht, wenn ihr da seid, also ich hoffe, dass sie stattfindet, die Messe, es ist ja... Also Moment, ich kann dazu nur sagen, ich bin ja da in regem Kontakt mit dem Team und leite dir ja auch immer weiter, was da so kommt und alles sieht momentan danach aus, dass sie wirklich alles dafür tun, dass sie stattfinden wird. Sie sind jetzt von 3G auf 2G runtergegangen für die BesucherInnen. Ja, sorry, ist so. Aber ja, finde ich gut, ehrlich gesagt. Also ja, letztendlich sehe ich es auch so, dass das bei so einer großen Geschichte, ich weiß nicht, wie war es auf der Frankfurter? Haben die da auch 2G gemacht? Weißt du das? Nee, die haben 3G gemacht. Ah, ja, okay, aber es waren andere Zeiten, muss man letztendlich auch sagen. Es waren tatsächlich wirklich komplett andere Zeiten und die haben wirklich super krass überprüft alles. Also ich bin noch nie so intensiv überprüft worden wie auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, ich denke mal, das werden die bei der Buch Berlin auch machen, weil sie einfach, ich denke mal, sie trauen es sich nicht, da Schlendrian einkehren zu lassen, weil sie dann sonst vom Senat direkt eins auf den Deckel kriegen werden. Ja. Aber ich freue mich schon drauf, denn es gibt ja noch etwas weiteres darüber zu berichten. Ich bin da ja nicht alleine.
Nicht wahr? Sondern? Du darfst es sagen. Ich bin auch dabei. Ja, genau. Wir sitzen zusammen an einem Stand. Wir sitzen zusammen an einem Stand und Christian hat schon, ich habe ihn, glaube ich, mit gefühlt einer Tonne Papierwaren schon per Post zugeschissen. Jetzt bin ich, also es ist schon wieder explicit, diese Folge, weil ich schon wieder so Gossensprache raushau. Nein, ich habe zwei große Pakete hingeschickt mit Büchern und mit anderem Kram. Und also kommt zu uns an unseren Stand und kauft unsere Bücher, macht Fotos von uns, wenn wir maskiert da sitzen. Und ja, also wir freuen uns total, würde ich sagen. Bitte, aber bitte sowas kommt. Von, genau. Und eine Sache ist mir gerade noch so in den Sinn gekommen. Wir haben ja so ein kleines bisschen hin und her überlegt, wenn wir nun schon mal beide zusammen auf der gleichen Messe sind und beide zusammen auch noch nebeneinander sitzen, ob wir da nicht vielleicht auch ein kleines Messegeplauder für den Saloon hinkriegen. Insofern, liebe Leute, die ihr das jetzt hoffentlich hört noch rechtzeitig, solltet ihr auf die Idee entweder noch kommen oder schon gekommen sein, zur Buch Berlin zu fahren, besucht uns. Wir sind in der Baker Street Number 15. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst uns zusammen einen O-Ton produzieren und wir werden mal sehen, ob wir das letztendlich in einer kleinen Extra-Folge rausblasen. Ja, ich glaube, das machen wir. Oder vielleicht wird es gar keine Extra-Folge sein, sondern es wird dann die reguläre 59 werden, die das Thema Buch Berlin zum Thema hat. Ne? Ja, also, dann müssen wir uns darüber wenigstens keine Gedanken mehr machen. Ach, ist das schön, da habe ich schon wieder Effizienz. Ich mache mal übrigens meinen Blogbeitrag, mein wöchentlicher für den nächsten Montag, der ja einen Tag vor unserer Show rauskommt. Der wird sich auch um den NaNoWriMo drehen und werde ich natürlich jetzt auch in die Shownotes verlinken. Ja, habe ich auch schon wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du bist so ein Fuchs, genau. Ich bin so ein Fuchs, genau. Genau, völlig. Eine Füchsin, ja, wir wollen, ich bin eine Füchsin, bitte. Ja, da hast du aber absolut recht. Es wurden im Übrigen von der Buch Berlin wurde auch schon gesagt, die Gästinnen. Ja. Ja, also okay. Es ist bei denen jetzt auch in irgendeiner Form angekommen. Ich weiß, es kriegen einige Leute Ohrenkrebs, wenn sie sowas hören. Aber ich glaube, Leute. Get over it. Ja, es wird echt, einfach. Es ist nicht so schlimm. Nö. Eben. Nö. Wir haben uns auch dran gewöhnt, schon weitgehend. Richtig. Und in diesem Sinne werde ich jetzt mal mein Benjo anschmeißen und wir lassen uns gut gehen. Genau. Bis ganz bald. Jo, macht's gut. Tschüss.